We are in 21st century. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. 20th century. It seems now, I think the most important century of whole human history. Und ich denke, dieses vergangene Jahrhundert war eines der wichtigsten in der menschlichen Entwicklung. Wir haben so viel Wissen dazu gewonnen. But yet, and our living standard also is much developed, much increased. Die technische Entwicklung ist immens gewesen. I think you European people, you experience your and Wissen hat einen hohen Standard erreicht. Auch unser Lebensstandard ist sehr stark gestiegen. Und trotzdem war das 20. Jahrhundert auch ein Jahrhundert des Blutvergießens. Die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern, Ihre Eltern, Großeltern, wie viel Zerstörung, Angst, Schmerz, Leid Sie erlebt haben. Über 200 Millionen Menschen sollen in dieser Zeit durch Gewalt umgekommen sein. Dazu gehört auch die Anwendung von Atomwaffen. If that immense sort of violence really made Wenn diese immense Gewalt irgendeine Rechtfertigung haben sollte, dann wäre sie vielleicht angemessen gewesen, eine Rechtfertigung in dem Sinne, dass sich dadurch eine vollkommen neue Weltordnung ergeben hätte. Mit der wir unsere wichtigsten Probleme überwunden hätten. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben weiter Probleme, Kriege auf der Welt, Iran, Afghanistan, Terrorismus. Wir kennen alle diese Probleme. Und auch unter den Jugendlichen gibt es Gewalt bis hin zu Tötung, Morden, die geschehen. Und das sind meiner Meinung nach Symptome von Versäumnissen und von Fehlern in der Vergangenheit. So, therefore, now the We have to think. Und diese hängen auch damit zusammen, dass wir zu sehr Wert allein auf die äußeren Dinge gelegt haben. Here, of course. Und das heißt, wir müssen jetzt einmal noch mal überdenken, wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir das jetzige Jahrhundert weiter gestalten? Zu den Problemen gehört auch die riesige Kluft, die größtenteils besteht zwischen Reichen und Armen. Natürlich ist materielle Entwicklung sehr gut, sehr wichtig. Aber dadurch entstehen häufig auch wieder neue Probleme. Mexiko, Argentina und dann Brasilien. So each place is, when I give talk, I ask audience, how much the gap rich and poor, small or big? Materielle Entwicklung sollte doch dann allen Menschen zugutekommen. Und wenn ich durch viele Länder reise und die Menschen frage, wie groß ist bei euch, wie empfindet ihr die Kluft zwischen Arm und Reich, zum Beispiel Mexiko, Argentinien, Brasilien, Südamerika, und die Frage, findet ihr sie so oder so? Dann in Südamerika zum Beispiel gehen die Arme immer weiter auseinander. Die Spanne ist so groß. Ich weiß nicht, wie sie es hier in Österreich empfinden würden. Ich glaube, dass es die Spanne nicht so groß ist. Aber in vielen Ländern ist sie viel zu groß. Oder auch, was das Ausmaß der Korruption anbetrifft. Wenn ich auf den Reisen auch diese Frage stelle, wie viel Korruption, wie würden Sie das darstellen auf einer Skala zwischen so und so? Dann gehen die Arme auch oft weit auseinander. Sie können sich selbst fragen, wie es hier in Österreich damit bestellt ist. Democratic country, rule of law, free information, free press,
Wir erleben viele Probleme, obwohl wir in einer Demokratie leben, in vielen Ländern in einer Demokratie leben, wo das wo Rechtsstaatlichkeit herrscht, wo freier Informationsfluss da ist, wo die Pressefreiheit besteht. Und eigentlich müssten auch unter diesen Bedingungen wie sehr viele Probleme los sein. Und trotzdem gibt es weiterhin solche Probleme wie die genannten. Und für mich ist das ein Zeichen, dass es an innerer Disziplin fehlt, dass es uns an moralischen Prinzipien mangelt. Und zum Beispiel meinen indischen Freunden sage ich oft, die indischen Menschen sind größtenteils Religion. Trotzdem gibt es in diesem Land immense Korruption. Wie passt das zusammen? Morgens geht ihr häufig hin zu den Statuen eurer Götter, stellt Blumen auf, Räucherstäbchen, macht ein Gebet. Mir scheint es häufig so, als wenn ihr dafür betet, dass eure Korruption im nächsten Tag gut gelingen möge und erfolgreich sein möge. So, one way, religious minded, but don't care. Das heißt, es wird ein Leben gelebt, das einerseits religiös ist, wo andererseits aber die inneren Werte und die Selbstdisziplin, die moralischen Werte fehlen. Das passt nicht zusammen. Das heißt, die Religiosität ist vielleicht irgendwo da, aber sie wird nicht ernsthaft genug ausgeübt. Or in other words, God-fearing. A few years ago, you see, I some discussion one. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, der Experte war auf dem Gebiet zu dem Thema der multinationalen Gesellschaften. About the multinational corporations or advisor, expert. And we discuss about the corruptions, even these multicultural. Und fragte ihn, was er über diese Korruption denkt, die häufig auch in solchen Ländern in Indien sich zuträgt, wo die Menschen noch eigentlich sehr religiös sind. Not very clear. So we discuss these things. Then I asked him, "Oh, these people must be so some kind of today God-fearing." Wie können Menschen, die an Gott glauben, mit diesen Dingen so rücksichtslos umgehen? And then he answered to me, "That's 18th century talk." Und er gab mir nur zu antworten, sie leben wohl noch im 18. Jahrhundert. Those people go to church and pray to God. Und das heißt, die Religiosität in dem Sinne, dass man in die Kirche geht und so weiter, das ist nicht genug, sondern die muss sich auch im täglichen Leben auswirken. In Form von moralischen Werten, die wir leben, Selbstdisziplin, die wir üben. And also, you see, carelessly about environment, just consume everything. Ein anderes Problemfeld ist die Umwelt. Wir haben häufig die Tendenz zu denken, wir könnten die Umwelt ausbeuten. Aber das ist natürlich nicht endlos möglich. Das heißt, es sind Zeichen dafür, dass uns etwas fehlt, dass wir eine mehr Selbstdisziplin benötigen, die nicht uns irgendwie aufoktroyiert wird, sondern die aus uns selbst kommen muss, die unser eigener Anspruch sein muss. Dass wir wissen, bestimmte Handlungsweisen, Denkweisen sind nicht Teil meiner eigenen Lebensweise, sind nicht Teil meiner moralischen, ethischen Prinzipien. Und deshalb unterlasse ich sie, nicht allein, weil ich irgend von jemandem Regeln aufgedrückt bekommen habe oder Regeln folgen muss. Und das heißt, es ist wichtig, um diese Probleme mehr von Grund auf anzugehen, zu schauen, wie können wir diese moralischen, ethischen Werte
stärken, sonst wird die Entwicklung größtenteils negativ weitergehen. Aber das ist keine Alternative, wenn angesichts der großen Probleme, die sich stellen, zum Beispiel der Bevölkerungsexplosion und der Tatsache, dass die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, sich mit der Zeit aufbrauchen, können wir nicht einfach so weitermachen, wenn das nächste Jahrhundert ein glückliches Jahrhundert werden soll. Ich bin überzeugt, dass wir dann mehr in uns gehen müssen und innere Werte wie Mitgefühl und moralische Werte zu finden und dieses Potenzial, was in uns liegt, zu stärken. Und dies kann die Basis sein für eine wirklich gesunde Entwicklung. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.